Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mathe leicht gemacht. Im 17. Video dieser Playlist schauen wir uns eine Aufgabe zu der Sigma-Regel an. Im letzten Video haben wir uns die Sigma-Regel angeguckt und haben da erfahren, dass man hier mit der Sigma-Regel Prognoseintervalle erstellen kann. Das Gute bei diesen Sigma-Regel-Aufgaben ist, sie sind begrenzt. Also es wird kaum etwas anderes drankommen als das, was wir euch jetzt hier gleich zeigen. Also sehr beliebt. Sehr beliebt und ja, wie gesagt, begrenzt, ne? Wir sind so lieb und geben euch hier diese Sigma-Regeln und ja, damit solltet ihr eigentlich zurechtkommen und alles hinkriegen. Probiert das mal und pausiert. Erstmal schaue ich mir an, was habe ich überhaupt gegeben. Das ist immer ganz dankbar, sich aufzuschreiben. Ich weiß, 90 Mal würfel ich und die Wahrscheinlichkeit ist ein Sechstel. Mit den beiden Sachen kann ich alles ausrechnen, was ich brauche. Ich möchte das Intervall haben, in dem 95,5% der Einsen liegen. Symmetrisch zum Erwartungswert. Sehen wir hier. Das ist der Erwartungswert und in diesem orangenen Bereich, das ist jetzt nur eine Skizze, ne? Ist jetzt nicht 1 zu 1 perfekt, da sollen die Einsen liegen. Und das Intervall möchte ich ausrechnen, also ich brauche diese Grenzen und genau diese Grenzen sind gesucht, ja, diese Intervallgrenzen und die kann ich ausrechnen, einmal mit der Erwartungswert minus sozusagen eine gewisse Grenze und Erwartungswert plus eine gewisse Grenze. Und das Minus und Plus ist genau 2 Sigma, warum, erklären wir gleich. Das ist sozusagen der erste Schritt. Ich muss drauf kommen, ich muss diese Sigma-Regel ablesen. 95,5% kann ich in der Tabelle ablesen, entsprechen nämlich genau 2 Sigma. Das ist wichtig. Und deswegen muss ich vom Erwartungswert einmal 2 Sigma dazurechnen und einmal 2 Sigma abziehen. Und dann kriege ich genau meine Intervallgrenzen raus, die hier und hier enden. Genau, im nächsten Schritt berechne ich den Erwartungswert. Ich kann auch die Standardabweichung berechnen, ist egal. Beides nicht schwierig. N mal P, μ, so kann man das schreiben, oder E ist egal. Ich kann das einsetzen, einfach 90 mal ein Sechstel, komme auf 15. 15 Ergebnisse erwarte ich. Ja? 15 Einsen. Sieht man hier auch noch 15, genau. Genau, habe ich schon eingetragen. Und im nächsten Schritt mache ich einmal die Standardabweichung. Da ist die Formel ein bisschen komplizierter, aber es hängt auch nur von N und P ab. Also einsetzen, da brauche ich auf jeden Fall den Taschenrechner und weiß, 3,54 ist eine Standardabweichung. Eine. Aber in unserer Aufgabe brauche ich ja 2 Standardabweichungen. Mit einer würde ich nur 68% abdecken, hatten wir im letzten Video erklärt. Aber mit 2 Standardabweichungen, hat ja die Sigma-Regel gesagt, und zwar die Tabelle, komme ich genau auf diese 95,5%. Gut, da muss ich im Endeffekt nur noch einsetzen in dieses Intervall. Hier einsetzen die Standardabweichung und komme drauf, 7,92 ist die untere Grenze, 22,08 die obere Grenze. Das Intervall hat natürlich als Kommazahlen, aber was ist in der Realität? Wenn 7,92 meine Grenze ist, kann ich halt nur 8, 8 ist sozusagen meine Grenze, ich musste aufrunden, in das Intervall aufrunden und hier abrunden auf 22, damit das sozusagen, das sind die Ergebnisse, die ich gerade so noch erwarte, also 8 und 22, das sind die Ergebnisse zu 95,5%, die Einsen liegen. 90% der Einsen, schauen wir uns das hier nochmal in dem Histogramm an. Gegeben und gesucht schreiben wir uns auf und dann schauen wir mal weiter. Ne, wir müssen die Sigma-Regel ablesen, 90%, dafür haben wir euch ja auch die zweite Tabelle gegeben. Das heißt, wir müssen 1,64 Sigma auf von dem Erwartungswert einmal draufrechnen und abziehen. Glücklicherweise haben wir schon den Erwartungswert und die Standardabweichung berechnet. Und das heißt, wir können einfach das Intervall ermitteln, indem wir einfach mal die Standardabweichung mal minus einmal 1,4664 mal Sigma und einmal den Erwartungswert plus 1,64 mal Sigma berechnen. Ja, und dann ist das Intervall zwischen 9,2 und 20,8. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch nochmal aufpassen, okay, 9,2 hier müssen wir aufrunden auf 10 und 20,8 müssen wir abrunden auf 20. So, das sonst heißt, würden die Ergebnisse ja außerhalb des Intervalls liegen. Ne? Genau. Ja, gut, das war es hier mit der Aufgabe. Die häufigsten Fehler sind, dass man die Sigma-Regeln nicht kennt oder dass es nicht bekannt ist. Immer wenn ein symmetrisches Intervall gefragt ist, es kann nur zum Erwartungswert sein, muss ich die Sigma-Regeln anwenden. Anders geht's nicht. Ja, in dieser Playlist ist jetzt erstmal nichts mehr vorgesehen. Falls ihr aber meint, okay, ich brauche dazu oder dazu nochmal eine Aufgabe, haut das in die Kommentare und wir machen dazu nochmal was. Ne? Genau. Also gut, Leute, bis dann. Ciao. Ciao.